Weidmüller präsentiert auf der Hannover Messe 2019 Steckverbinder mit integrierter Intelligenz. Das bedeutet, wir fassen an den neuralgischen Punkten der Steckverbinder zusätzliche Zustandsinformationen über die angeknüpften Anlagen, kommunizieren diese auf Internet of Things Plattformen, um dort diese Zustände entsprechend darstellen zu können für Predictive Maintenance, für Analytics-Themen. Ja, ich bin seit 10 Jahren im Bereich Steckverbindertechnologie bei Weidmüller tätig und mit diesen neuen digitalisierten Funktionen, die wir in diesem Bereich einbringen, schaffen wir natürlich den Quantensprung aus einem rein elektromechanischen Produkt ein IoT-Device zu machen, was uns dann die entsprechende Zukunftsfähigkeit auch in den nächsten Jahren im Bereich der IoT-Anwendungen hier im Bereich der Steckverbinder sicherstellt. Persönlich ist für mich das eine große Herausforderung, weil wir natürlich auch den Spagat schaffen müssen von der reinen Elektromechanik, vom Kunststoff und Metall verarbeiten hin zu intelligenten Funktionen im Steckverbinder, hin zu Elektronik und Software in den Steckverbinder. Ein konkretes Anwendungsbeispiel wäre die Predictive Maintenance Überwachung von Elektromotoren. Elektromotoren unterliegen einem Verschleiß und der Verschleiß ist über energetische Messung des Energieverbrauches detektierbar und man kann einen Steckverbinder mit einer entsprechenden Intelligenz in das Netzwerk einbauen und so den Motor energetisch überwachen, die Daten erzeugen, kommunizieren und dann auf IoT-Plattformen darstellen.